Herzlich willkommen bei Fichtel Mächtel, dem Schweizer Tech-Podcast. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Philipp Rüegg, mit zurück aus der Ferien, Samuel Buchmann. Hallo miteinander. Einer, der vielleicht die Ferien braucht, Florian Bodoki. Hallo zusammen. Hast du das mit dem Gähnen entnommen? Hast du das jetzt mit dem Gähnen entnommen? Ja, genau. Ich habe einfach gedacht, dein Teint, ich könnte wieder mal ein bisschen brüner werden. Und, ja. Und das ist der Luca Fontana ist natürlich auch dabei. Hallo. Du bist einfach ein bisschen rot, aber das liegt vermutlich an deiner Kamera. Nein, ich bin so putzhassig gerade, aber auf das kommen wir noch. Wie weiß ich gar nicht, wie wird das garantiert super lustige Folge wieder, weil genau mit dem abschließenden News, wird definitiv bei mir nicht zum Lachen bringen, aber wir fangen an mit neuen Macs. Denn das hat Apple vorgestellt und dort hat es noch etwas Spannendes gegeben, nämlich dass das Ganze auf einem iPhone gefilmt worden ist. Inwiefern, das erklärt uns dann Samuel. Dann reden wir über YouTube, wo weiterhin gegen Adblock vorgeht. Und jetzt zwar richtig. Und dann eben über Snow White, über den, wo wir schon mal geredet haben. Und dort hat es interessante neue Entwicklungen gegeben. Im Big Screen reden wir über BBC Planet Earth, der dritte Teil, die dritte Staffel, was auch immer. Und in der Spielecke habe ich Alan Wake 2 gezockt. Passend zu Halloween ist das natürlich ein Zusatz. Aber genau, wir fangen doch an mit unseren News. News. News aus der Tech-Welt. Ja, es hat ja jede Menge neue Macs gegeben. Der Event war ja ein bisschen eine Überraschung, aber was dann vorgestellt wird, eher weniger, aber trotzdem erfreulich, oder Samuel? So kann man es recht gut zusammenfassen. Es ist wirklich überraschend gekommen, der Event. Der ist auch erst eine Woche vorher angekündigt worden. Apple hat ihn Scary Fast genannt, so im Halloween-Theme. Und das erste Mal ist die Keynote in den USA in der Primetime gelaufen. Also ich glaube irgendwie 5 am Abend an der Westküste und 8 am Abend an der Ostküste oder so. Und das heisst, bei uns war es dann 1 in der Nacht, wo das Zeug vorgestellt worden ist. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Und ja, also sie haben das ein bisschen durchgezogen mit dem Halloween-Theme, mit dem Scary Fast, haben so ein bisschen dunkel beleuchtet und es war ein bisschen dunkel angelegt gewesen. Aber ich finde, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Es ist nicht so gruselig gewesen, wie ich das gerne gehabt hätte. Ein paar Jumpscares oder so wären geil. Ja, genau. Oder Jumpscare mit so einem Android-Männchen. Oh! der Albtraum von jedem Apple-Nutzer, genau. Oder mit den grünen Bubbles. Welche sind die bösen? Die grünen. Mit der grünen Absolut. Bubble. ja, genau. Oder mindestens der Tim Cook im Kostüm oder so, weißt du? Ja. Ich hätte mir irgendetwas gewünscht. Anyway, also einer, wo immerhin so der Konkurrenz wahrscheinlich ein bisschen das Fürchten lehrt jedes Mal, ist der Johnny Srouji. Das ist der Hardware-Chef von Apple. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und der hat recht viel Screentime bekommen das Mal, weil es sind hauptsächlich neue Chips vorgestellt worden, nämlich die M3-Familie, wie Apple das nennt. Und konkret sind das M3, M3 Pro und M3 Max. Und es gibt die Chips in neuen Computern, nämlich in einem Refresh vom iMac und in einem neuen MacBook Pro. Also in neuen MacBook Pros, das sind ja immer mehrere. Ich sage jetzt noch nicht, welche Kombinationen es alles genau gibt. Wenn ihr das wissen könnt, ihr auf digitec.ch gehen. Dort gibt es eine schöne Übersicht von mir. Es ist, abgesehen von den Chips, hat sich fast nichts geändert bei den MacBooks und beim iMac. Das Einzige, was noch neu ist, ist, dass das MacBook jetzt in Schwarz gibt, statt in Grau. Da bin ich dann gespannt, wie das aussieht. Ich bin bei so dunklen Farben immer ein bisschen vorsichtig. Das ist so ein Fingerabdruckmagnet, wobei das, was sagt Apple. Hat es nie ein schwarzes MacBook gegeben? Mal, warte jetzt, aber das ist urlang her. Mega lang her. Das ist sehr lang her. Ich kann da nicht mehr sagen, wie es geheissen hat. Also, vor den Aluminium-MacBooks, wenn es mir recht ist. Ah, okay. Was es gibt, ist, es gibt ein dunkelblaues MacBook Air. Midnight Blue heisst das. Und das ist aber wirklich, das sieht sofort aus. Einfach, ja, mega dreckig. Oder? Das soll jetzt so ein bisschen besser sein. Anscheinend sechs irgendwie eine spezielle Beschichtung. Egal, nicht so wichtig. Das Wichtige sind halt wirklich die neuen Chips. Kommen wir mal zu denen zurück. Und zum ersten Mal gibt es wirklich gerade 3 Leistungsstufen aufs Mal.
Sonst sind die immer so ein bisschen gestaffelt gekommen. Also zuerst Basischip, also M2 oder M1 oder M3 jetzt das mal. Und dann ein bisschen später die Pro- und Max-Versionen. Und das Mal haben sie alles aufs Mal angeschmissen. Und wir haben ja letzte Woche über die ARM-Chips geredet von AMD und Nvidia und Qualcomm und so weiter. Und es ist recht lustig, weil Qualcomm hat ja da seinen Chip mit M2 verglichen, also mit einem nicht Pro-Chip, muss man vielleicht auch sagen, sondern mit einem Basis-Chip. Und gesagt, ja, das ist viel besser und so weiter. Und jetzt halt irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später hat Apple eigentlich schon Nachfolge-Chips wieder vorgestellt, wo ziemlich sicher das wieder werden übertreffen. Bevor überhaupt die Qualcomm-Chips auf dem Markt sind, oder? Und das Neue, also das Wichtige an diesen Chips ist eigentlich, das sind die ersten 3-Nanometer-Chips, also respektive in 3-Nanometer-Fertigung, um da genau zu bleiben. Ich glaube, sie sind eben nicht wirklich 3-Nanometer klein. Anyway, das sind alle anderen Hersteller noch nicht. Jetzt, was heisst das überhaupt? Also 3-Nanometer-Chips heisst einfach, dass die einzelnen Transistoren auf diesen Chips kleiner geworden sind und das führt dann einfach zu einer höheren Dichte von diesen Transistoren. Und das heisst einfach, es ist effizienter und leistungsfähiger, unterm Strich. Weil du kannst mehr auf die gleiche Fläche drauf packen in so einem Chip. Und das macht Apple ja nicht selber, die Chips, sondern wie fast alle Hersteller fertigen sie auch ihre Chips bei TSMC in Taiwan. Und sie haben anscheinend die komplette Kapazität von dieser Fabrik gekauft für 3-Nanometer-Chips. Ich weiß gar nicht, bis im Frühling oder so, habe ich glaube gehört. Das ist schon verreckt. Das ist wirklich verreckt. Und sie können es halt einerseits machen, weil sie relativ mächtig sind, also weil sie grosse Bestellungen machen und viel zahlen. Andererseits hat es aber auch damit zu tun, dass das Fertigungsverfahren nicht ganz so problemlos läuft, wie es TSMC eigentlich geplant hat. Also sie haben erwartet, dass sie mehr Chips können produzieren können, sie einen höheren Yield haben, wie man das nennt. Das ist quasi der Output. Also du musst dir immer vorstellen, du machst die grossen Wafers von diesen Chips und ein Teil ist nicht genug gut, der muss dann aussortiert werden und ein Teil ist genug gut und der ist okay. Und anscheinend ist aber die Effizienz nicht so hoch wie erwartet. Und das neue Fertigungsverfahren, das dann soll verbessern, das heisst dann N3E, das verzögert sich noch. Und ich glaube, viele Hersteller warten halt auf das bessere Fertigungsverfahren, weil dann wird es halt dann effizienter, günstiger und so weiter. Was heisst das für die Apple-Chips? Also ich mache jetzt wirklich schnell so ein Deep Dive, weil es ist relativ wichtig, dass man versteht, dass man die neuen Chip-Designs versteht. Weil es eben die Chips nicht so effizient produzieren können, gibt es viele von diesen Wafers, die einfach so teilweise okay sind. Das heisst, sie sind nicht komplett Schrott, aber sie sind halt nicht ganz so gut, wie es eigentlich sein sollte. Und was man dann machen kann, ist, statt dass man den einfach nimmt und den ganzen Chip in den Kübel schmeißt und halt für nichts produziert hat, kann man bei so halb guten Chips kannst quasi einfach ein paar Kerne deaktivieren. Und es gibt dann die sogenannten Bind-Chips, oder? Die sind nicht ganz so schnell wie die ausgewachsenen, aber immer noch genug schnell, dass du es halt kannst verkaufen. Und dann verkauft es Apple halt einfach so als schwächere Variante. Das haben sie auch bis jetzt schon gemacht. Also auch M2 und M1 hat es schon als Bind-Versionen gegeben, weil du kannst halt ein bisschen effizienter produzieren und Kosten sparen und verkauft natürlich dann einem Konsument auch günstiger, logischerweise. Also, die sind also eben bei Apple, jetzt, das sind jetzt die verschiedenen M3-Modelle, die du gesagt hast, gibt es? Nein, also es gibt einerseits ja, also du kannst halt die nicht so gut sind, du kannst einerseits kannst Pro-Chips daraus machen oder normale Chips, du kannst aber auch innerhalb von denen kannst du dann quasi noch einzelne Kerne deaktivieren. Also das ist schon klar. Beispiel, das Prinzip ist ja, dass bei Prozessen, die haben ja immer schon so funktioniert, oder? Dass du auch bei den Intel-Dingen und so, die haben ja ihre Chips und dann die guten sind halt die, die ihr mit 3,6 GHz oder so verkaufen und aus dem gleichen Ding hat es schlechtere, das sind dann einfach 3 GHz Chips, wo es wirklich so als verschiedene Modelle verkaufen. Und jetzt da haben es also kommst die 3 verschiedenen, die da bekommst. Also, oder? Du hast gesagt, es gibt 3 verschiedene M3, oder? Genau, also M3 Konsumenten, M3 Max, ja. Aber innerhalb von diesen Stufen gibt es eben auch nochmal verschiedene
Typen. Also wie, wie kommst du mit über als Kunde, wenn du willst, dass es wird ja relativ transparent, also wenn du einen bestellst, dann steht dort auch, also bei Apple mindestens steht dann sehr transparent, der hat so und so viel Kern, also so viel CPU-Cores und so viel GPU-Cores. Also du hast bei diesen drei hast noch verschiedene Varianten? Genau. Ah, das ist ja. Genau. Also eben die Bind-Varianten, die sind ein bisschen günstiger und ein bisschen weniger leistungsfähig und die ausgewachsenen Varianten, die halt wirklich so sind, wie sie ursprünglich gemeint sind eigentlich, oder? Wie viel sind es total? Also wie viele Varianten? Ja, weißt du, wenn es drei sind, drei verschiedene M3s, oder? Und dann gibt es eine Rundstufe? Ja, genau. Also jedes ist drei verschiedene M3s, M3, M3 Pro und M3 Max. Und innerhalb gibt es jeweils eine Bind-Version und eine volle Version. Okay. Also sechs. Ja. Sechs Versionen, genau. Und das ist eben neu das ist neu, es hat es schon immer gegeben, aber sie binden jetzt mehr Sachen. Also sie binden zum Beispiel auch beim Max zum Teil CPU-Cores, das haben sie vorher nicht gemacht. Okay. Anyway, unterm Strich bedeutet es einfach, es ist jetzt ein bisschen mehr in die Breite gezogen, das ganze Sortiment. Der M3 Max, der wird nämlich deutlich stärker als der M2 Max. Also der hat glaube ich, 4 Performance-Cores mehr bei der CPU und hat auch mehr GPU-Cores. Also er hat wirklich mehr Leistung auf beiden Ebenen. Der M3 der wird ein bisschen schneller am unteren Ende. Der hat genau gleich viele Cores, aber die einzelnen Kerne sind ein bisschen schneller geworden. Und der M3 Pro, also der mittlere Chip, der ruckt jetzt mehr so in die Mitte. Also der geht ein bisschen weg vom M3 Max und ein bisschen näher zum M3. Der hat nämlich zwar gleich viele CPU-Cores, er hat aber mehr Effizienzkern als vorher. Das heisst, er wird wahrscheinlich am Schluss ein bisschen weniger Strom brauchen, aber nicht viel mehr Leistung haben als der Vorgänger-Chip. Ey, aber da blickt ja niemand mehr durch, oder? Also wenn jetzt einfach ein neues oder ich habe das Gefühl, ich habe es ein bisschen gewissen, finde es schon verwirrend, aber wenn jetzt einfach sozusagen, es gibt wie drei verschiedene Kunden vermutlich, darum gibt es ja drei verschiedene oder sechs verschiedene Variationen, aber man mal auf die drei groben beschränken, die anderen sind ja nur noch Abstufungen. Sein dann ist einfach wieder für den High-End-User, der, was auch nicht, Videobearbeitung, Soundbearbeitung macht. Genau. Der billigste für alle eigentlich und der Mittler? Ja, der Mittler ist so halt genau für den Mittel-User. Also ich glaube, der Mittler ist aber eigentlich der Star von der Show am Schluss. Ah, das war jetzt schon so. Der M3-Chip, der ist halt wirklich so für Office-Anwendungen oder du, keine Ahnung, ab und zu bearbeitest vielleicht mal ein Bild und so weiter. Das langt schon relativ weit, muss man sagen, also die Basis-Chips, das sieht man immer wieder. Für die allermeisten Leute langt eigentlich der kleinste Chip, oder? Und dann, wenn du aber so ein bisschen mehr willst oder halt irgendwie viele Programme nebeneinander offen hast, du brauchst regelmäßig Photoshop, schneidest irgendwie Videos, Gaming, wenn wir nicht drüber reden bei Mac, dann nimmst du halt den M3 Pro. Und der ist dann schon relativ schnell und aber auch sehr, sehr effizient. Also gerade die grossen MacBooks mit Pro-Chips, die haben ewig, oder? Also die Batterielaufzeit ist fast unendlich. Und wenn du dann halt wirklich die maximale Leistung brauchst, also du bist irgendwie professioneller Cutter oder machst 3D-Sachen, ich weiß nicht was, dann gehst du halt auf den Max-Chip. Und der kostet dann deutlich mehr, ist aber auch dann wirklich viel leistungsfähiger dieses Jahr. Und ich finde es auch noch eine gute Abstufung, oder? Weil jetzt vorher war so Max und Pro relativ nah beieinander gewesen. Und der Prozessor war eigentlich genau gleich schnell gewesen. Und dann hast du nicht so recht gewusst, ja, brauche ich jetzt wirklich den Max oder nicht. Und das mal ist relativ klar. Oder? Also der Pro lange für die allermeisten Leute und der Max, wenn du den brauchst, dann weisst du es eigentlich. Aber wenn du die Letztjährige hast, dann brauchst du eh kein Upgrade, oder? Also, nein, eh nicht. Ja. Also außerdem, du bist irgendwo so am Bleeding Edge vom Möglichen und brauchst jedes Prozent Leistung. Also ich glaube, selbst wenn du einen M1 noch hast, oder vor allem, also so vor allem im Office-Bereich und so. Und der ist ja noch älter, weißt du, Phil, der ist ja noch zwei Generationen vorne dran. Eben, genau, ich habe schon gedacht, die gehört jetzt irgendwie nie, dass die wegen dem anschlagen. Aber erwartet man dann, wir haben ja noch keine Tests, aber erwartet man jetzt zum Beispiel, dass die auch noch bessere Akkuleistung haben? Also ich erwarte es beim Pro. Apple hat die Akkuleistung, glaube ich, genau gleich angegeben. Also immer noch bis zu 22 Stunden, ich glaube im 16 Zoll. Das ist schon verreckt viel. Das ist sowieso phänomenal. Also das sind natürlich so Benchmarks, die sie mit, ich glaube, mit Apple TV Plus Streaming auf mittlerer Helligkeit irgendwie machen. Aber anyway, also ich habe die ja auch schon getestet und das ist wirklich
es hebt einfach ewig das Ding. Es ist wirklich verreckt. Also ich erwarte aber, dass der Pro länger hebt. Bei Max denke ich wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, weil er halt wirklich viel mehr Cores hat und die brauchen auch Strom, wenn es gerade nicht die Leistung abrufst. Oder? Also auch im Leerlauf braucht die ein bisschen Strom. Eben darum finde ich auch da, es ist wieder, der Pro ist wahrscheinlich für die meisten Leute die bessere Lösung am Ende des Tages. Genau, also und eben, er wird wahrscheinlich ein bisschen effizienter, weil halt der 3-Nanometer-Chip weniger Strom braucht für die gleiche Leistung, kann man so sagen. Was auch schon neu ist, es gibt jetzt auch den M3, also den Basischip im MacBook Pro. Das ist vorher ja, vorher hat es so ein Mittelding noch gegeben, das wissen die allermeisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Es hat ja MacBook Air gegeben und dann hat es die richtigen MacBook Pros gegeben. Das sind jetzt die updated worden ist. Und dazwischen hat es noch das 13 Zoll MacBook Pro gegeben. Das ist jetzt ein uraltes Design, also uraltes, es hat das alte Design gehabt, das noch so eine Touchbar hat, wo keine Sau braucht. Und ist so flach gewesen und so weiter und hat eigentlich fast keinen Vorteil gehabt gegenüber einem MacBook Air, außer dass es einfach einen Lüfter hatte. Sonst war es eigentlich genau das Gleiche gewesen. Und man munkelt so ein bisschen, dass Apple das einfach noch behalten hat im Sortiment, weil die Leute dumm sind eigentlich und halt einfach in den Apple Store laufen und sehen, oh, ich will ein Pro-Modell und da steht Pro dran und es kostet ja gar nicht viel mehr als Air. Und dann haben sie halt immer noch relativ viele von denen verkauft. Und ein bisschen mehr Geld gemacht. Oder? Und das hat jetzt Apple quasi ersetzt, auch wieder mit einem günstigen, in Anführungszeichen, Pro-Modell vom 14-Zöller. Und dort steckt jetzt auch nur der normale M3-Chip drin. Hat sonst aber das genau gleiche Display und so weiter. Finde ich auch okay. Also es ist wie so, wenn du jetzt das gute Display willst, aber die Leistung nicht brauchst, dann kannst du es kaufen. Und es ist jetzt ein bisschen besser abgestuft als früher, wo es auch ein bisschen verarscht war, habe ich gefunden. Das ist mal der Überblick. Es gibt da noch ganz viel mehr zu erzählen innerhalb von diesen Chips. Also die haben noch so neue Tricks auf Lager. Die GPU kann jetzt Raytracing, Hardware beschleunigen. Das ist vielleicht vielen, die gamen, das ist ein Begriff. Das ist ja dafür da, dass du so Lichter- und Schatteneffekte realistischer berechnen. Dann sehen eigentlich Games gut aus. Auch da müsstest du noch das Game haben, genau dazu, wo Raytracing hat und auf Mac läuft. Da gibt es relativ wenig vermutlich. Gibt es generell relativ wenig. Mir fällt aber auf, dass Apple in letzter Zeit immer öfters über Gaming redet. Also eben, auch da, sie haben wirklich den Raytracing spezifisch mit Games in Verbindung gebracht. Mhm. Auch Mesh-Shading kann jetzt der Chip, das ist ja so etwas, wo glaube ich aktuelle Games zwingend brauchst und sonst laufen sie irgendwie nicht. Und auch beim iPhone schon haben sie dann irgendwie von dem Raytracing erzählt und Games gezeigt und so weiter. Also ich hoffe ja immer noch, irgendwie bringen sie Entwickler dazu, um Games auf Mac zu portieren. Ja, das ist, von dem träumt dann, also weißt du, jetzt nicht nur sie, sondern ist das mit dem ganzen Arm, haben wir eben letzte Woche auch davon geredet, oder? Genau. Das wäre natürlich irgendwie, schlussendlich muss jemand so etwas anbringen wie Steam Deck, wo mit Linux läuft und das Ganze einfach portieren kann. Das ist ja irgend so etwas möglich wäre. Gut, die haben die gleiche Architektur, oder? Die hat schon nicht, ja, darfst nicht. Ja, genau, ist nicht arm. Ja. Aber trotzdem, das ist die Problem, haben, ja. Die aber ich meine, es war vermutlich auch nicht ganz einfach gewesen, auf ein anderes System, aber eben, vielleicht ist ein anderes Betriebssystem noch ein bisschen einfacher als die Architektur, die Chip-Architektur anders ist. Man kann auch hoffen, oder? Wenn jetzt Windows auf ARM irgendwie ein bisschen Fuß wird fassen und das dann auf Mac. Also, es wäre ja eigentlich alles schön auf ARM, oder? Es wäre effizienter und so. Man müsste halt einfach die Games dann so programmieren, dass sie auf ARM laufen und bis der Schritt möglich passiert in der Breite. Gut, aber eben ARM und M3 ist ja nochmal was anderes, oder? Also die ganzen Mac-Chips, oder? Ja, aber sie läuft auch auf ARM. Also ich habe mich ehrlich gesagt gefragt. Also, es ist ja alles ARM. Ach so, okay. Kann das schon sein, dass dann die Befehle irgendwie besser kannst portieren. Du musst ja immer noch auf macOS irgendwie übersetzen. Ich weiß auch nicht, ob das dann... Klar. Ah, ich habe gemeint, mit diesen M3 sind sie weggekommen von dem. Aber dann siehst du, ich komme einfach nicht raus. Nein, das ist immer ARM. Hey, aber genau, du hast ja noch gesagt, das Ganze, oder sie haben es gesagt, ist eben auf einem iPhone, also wie man so gerne sagt, shot on an iPhone. Und sie haben dann auch ein Making-of gemacht dazu, was denn das bedeutet. Und du hast dir das angeschaut. So ist es, so ist es. Übrigens, MacBooks, also ich erzähle dann noch ganz viel mehr, wenn wir es dann in der Hand haben, vielleicht im Apple-Podcast, also im Angefressen. Und Tests gibt es natürlich dann auch auf digitec.ch. Und ja, zurück zu dem Event. Genau wie du sagst, es ist auf iPhone gefilmt worden. Das hat so eine kleine Randnotiz gegeben am Schluss vom Event.
wo noch komplett durch war, ist am Schluss gestanden, shot on iPhone, edited on Mac. Und es war schon so ein Flex, hat man müssen sagen. Weil ich glaube, die allermeisten Leute, die das geschaut haben, haben während dem Event von dem überhaupt nichts gemerkt und haben eigentlich keinen Unterschied festgestellt zu den sonstigen Keynotes. Die sind ja wirklich extrem aufwendig produziert. Also, weißt, es ist ja nicht so, dass jetzt Apple, keine Ahnung, irgendwelche Güsel-Präsentationen da filmt und es sieht eh immer scheiße aus und darum merkt man es nicht, sondern die sind ja wirklich, die sehen aus wie Hollywood-Filme. Und insofern ist es schon beeindruckend, dass sie nachher einfach können sagen, ah, wir haben es übrigens mit dem iPhone gefilmt. So. Das ist, erstens ist das möglich wegen dem neuen Log-Farbprofil. Da haben wir kurz darüber geredet, wo das neue iPhone gekommen ist. Das ist einfach das, du kannst quasi Videos eher so ein bisschen aufnehmen, wie es der Sensor sieht. Also mehr so in einem Rohformat mit wenig Kontrast, wenig Sättigung. Und dann kannst du halt nachher im Schnittprogramm deinen eigenen Look drauf pappen. Und das ist natürlich viel besser, als wenn das Handy schon etwas macht und du musst es dann nachher wie korrigieren auf dem Computer oder wieder zurück, also quasi wie wegnehmen und dann wieder neu hinzufügen. Führt zu viel mehr Verlust. Und das kannst du jetzt eben mit dem Logfarbprofil vom iPhone 15 Pro machen. Und darum sieht es auch relativ ähnlich aus wie sonstige Keynotes von Apple. Also haben sie einen ähnlichen Look und auch die Qualität ist wirklich okay. Jetzt, das klingt alles super und lässig. Man muss aber dadurch ein riesen Sternchen anhängen und sagen, ja, es ist schon mit dem iPhone gefilmt, aber für die Produktion ist natürlich noch viel, viel mehr nötig. Also man sieht dann in dem Behind-the-Scenes-Video, wie so ein Set aussieht und es sieht effektiv aus wie in Hollywood. Also da haben das iPhone steckt in so einer Halterung und die Halterung hängt an so einem Schwenkarm zum Beispiel. Ich habe nachgeschaut, das ist Spacecam Maximus 7. Und das ist wirklich so ein Schwenkarm, der absolut state of the art ist. Da gibt es auch Hollywood-Sets. Und ich weiß nicht mal, was er kostet. Ich habe versucht herauszufinden, was er kostet. Es gibt keine Preise. Wenn du musst fragen, kannst du nicht leisten. Ja, logisch. Vor allem das Geile ist, man muss sich, ich muss euch das so vorstellen, das ist, du siehst das iPhone gar nicht. Weil das ganze Rig und alles Equipment ist so riesig, du siehst keine Kamera. Die Kamera ist irgendwie wirklich ein 500stel, nein, ich weiß nicht, ja mal fast, oder 100 mal kleiner als das ganze Zeugs. Ja, es ist wirklich, es geht aus, als wäre der Schwenkarm leer. Und das ist das eine, oder? Eben die ganzen Dollys, Schwenker am Drohnen und so weiter, was durch das iPhone dranhängt. Und das andere ist halt das Licht. Also die Sets sind ausgeleuchtet vom Feinsten. Also das sind riesige LED-Panels, die dann da der Tim Cook beleuchtet, wenn er halt da vor dem Apple Campus rumläuft. Und darum hat das iPhone natürlich extrem gute Bedingungen zum Filmen und damit es halt auch gut aussieht. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, ja, ich super, oder? Apple filmt den Keynote-Event mit dem iPhone, ich mache es daheim auch noch, im Hinterhof, dann musst du wahrscheinlich noch ein bisschen investieren, bis es dann auch so gut aussieht. Oder? Ja, das ist so das. Ich bin trotzdem am Schluss relativ beeindruckt gewesen. Ich finde es halt eh cool. Ich meine, sie haben die Produktionen sind so aufwendig mittlerweile und ich finde das irgendwie geil mit den Transitions, die sie haben und so. Es ist halt wirklich... Es macht es irgendwie spannender, weil eigentlich sind ja die Inhalte oft eher trocken. Also jetzt gerade bei Chips, ich meine, da geht es um Kern und Taktfrequenzen und Zeug und Sachen. Das interessiert die allermeisten Leute relativ wenig. Aber weil es halt so schön produziert ist, nehme ich an, wird es trotzdem gern geschaut. Hey, aber mich nimmt es so Wunder, weißt, du kommst ein bisschen mehr draus noch mit Videoding als ich und der Luca und Flo, ich nehme es so Wunder, wie es bei euch ist. Weil ich als vielleicht bin so in der Mitte, wo ich das gelesen habe, gefunden, ja, eben, weil schlussendlich das wichtigste Element ist immer das Licht. Und es gibt ja schon diverse Filme, die mit Handys gefilmt worden sind. Darum mich hat jetzt das überhaupt nicht überrascht. Also, ich habe sie ja nicht gesehen. Aber die sind, ich habe jetzt das Gefühl, ja, von der Art, wie das gefilmt ist, ja, wieso soll das nicht gehen, oder? Weil, vermutlich, ich kenne mich zu wenig in der Tiefe aus und einfach, und so ein Mittel, darum habe ich das Gefühl, ja, wieso auch nicht? Aber ich glaube, ich habe auch gar nicht ganz unrecht, aber man nimmt noch Wunder, ob es euch zwei jetzt irgendwie, hätte es euch jetzt überrascht, wenn ihr das gehört habt?
Nein, ich bin voll bei dir, aber eben, weil wir ja auch ein bisschen so das Wissen haben, wie das läuft im Hintergrund und genau. Der Armin und ich, also der Armin, unser Videoproducer, einer von unseren Videoproducern, wir haben davon, wo der Movie Mode das erste Mal, ich glaube, das ist auf dem iPhone, was ist das gewesen? 12, 11, 10, irgendwo auf einer... 12 oder 13. Gell, irgendwie so dort umeinander ist mal der, eben der neue Movie Mode oder Cinematic Mode gekommen, wo eben die Werbung ist, jetzt kannst du mit dem Film wie in Hollywood, und wir haben das ja dann auch getestet, und zwar halt wirklich draussen unter Bedingungen, wie du würdest, wie jeder Otto-Normalverbraucher würde, ein Handy mit in die Stadt nehmen und ein bisschen anfangen rumfilmen. Und wir sind natürlich zum Schluss, das ist überhaupt nicht so einfach. Und das ist, es ist damals noch ein paar Generationen älter gewesen. Mittlerweile ist es sicher auch besser geworden, gewisse Sachen funktionieren. Wir haben da sonst noch ein paar Issues gehabt mit den Frames und so weiter. Das hat, ich glaube, alles ein bisschen verbessert. Es würde heute sicher besser aussehen, als was wir damals gemacht haben. Aber wir sind auch zum Schluss gekommen, hey, das Handy allein in dem Movie-Mode macht dir noch kein Kinofilm. Für das brauchst du noch eben Studiobedingungen, Licht, Ton, Rigs und so weiter. Und ohne das, auch wenn du in Hollywood bist und die geilste Kamera hast, wenn du mit der einfach auf der Straße gehst, sieht es dann auch nicht aus wie ein Hollywood-Film. Also, es ist ein riesen Ding rundherum. Genau, das sieht so mit keiner Kamera. Also. Ja. Also du kannst die noch so teure Kamera haben, wenn dann ein Licht scheiße ist und sonst, oder dann sieht auch das nicht gut aus. Also, es muss so viel Bedingungen sein. Und, ja, eben, darum überrascht es mich jetzt auch nicht, dass, ja, wenn du natürlich die perfekte Voraussetzungen schaffst und das iPhone hat gute Kamera, muss man auch sagen. Es ist ja nicht zum Sagen, das iPhone hat eine scheiß Kamera, es ist alles andere, was gut ist, aber die Kamera ist scheiße. Nein, es ist wirklich eine gute Kamera, aber es braucht die Umstände und die hat Apples. Und Skills. Auch noch jemand, der die Kamera weiss, wie man Licht macht, wie man mit Licht schafft, jemand, der weiss, wie man eine Kamera hebt und dreht und macht. Also, und jemand, der weiss, wie man es schneidet, jemand, der weiss, wie man nach einem Schnitt das Zeug hat, das man anbauen will. Das ist auch nicht einfach irgendein Knopfdruck und Magic-Button und dann sieht es super aus. Oder? Also da ist so viel rundherum und darum hat mich das jetzt tatsächlich. Also ich glaube es ihnen, dass sie es wirklich mit der iPhone-Kamera treten. Das kann sie sicher. Aber unter den richtigen Umständen. Auf jeden Fall. Übrigens, von den Leuten her auch noch schnell. Du sagst, es braucht die richtigen Leute. Also, das sind auch Crews ich weiß nicht, ich meine, der Screenshot siehst sicher 30 Leute an dem Set. Also, das sind wirklich ganze Filmcrews. Ich will auch noch sagen, eben, das stimmt alles. Und man sieht aber dann schon, wenn man wirklich ganz genau hinschaut, siehst du dann schon, okay, wenn du es vergleichst mit der alten Keynote, wo sie mit grossen Kameras geschossen haben, und ich bin ziemlich sicher, Apple braucht da wirklich die ganz grossen Geschütze, so Arri Alexa und Sony Venice, das sind Kameras, die kosten 50'000 Stutz oder mehr. Und du siehst dann schon, es müh schlechter ist es. Also es hat, wenn du dann so ein bisschen in die dunklen Bereiche schaust, dann siehst du, sind so die Strukturen ein bisschen weg, weil sie wahrscheinlich den Rauschfilter drüber gehalten haben. Die Hauttöne sind nicht ganz so gut, nicht ganz so natürlich wie sonst. Der Tim Cook ist mir aufgefallen am Anfang, und zwar bevor ich es gewusst habe, habe ich gedacht, hey, der hat irgendwie recht eine rote Nase das mal. Vielleicht ist er verkältet, vielleicht hat er gesoffen, ich weiß nicht. Ein bisschen Mut angetrunken. genau. Aber das ist mir wirklich schon aufgefallen, bevor ich es gesehen habe. Ja, und ich denke, das liegt wahrscheinlich an der Kamera. Gut, man hätte sich auch im Grading noch können, ändern. Und vor allem, was man merkt, ist, das Tiefenschärfe ist halt immer gleich. Das iPhone hat halt so einen kleinen Sensor. Du hast keinen von diesen Bokeh-Effekt. Es ist immer alles scharf, oder von vorne bis hinten. Und das ist sonst auch anders. Und das merkt man wie mit den grossen Kameras. Sie machen es sonst nicht so extrem. Aber sie haben schon so ein bisschen Unschärfe im Hintergrund. Und das fokussiert halt im Blick mehr auf das, was wichtig ist. Und das ist schon noch cool. Wie gesagt, die meisten schauen es irgendwie auf dem Handy, auf dem Laptop oder eben vor allem auf YouTube mit der ganzen, was es noch komprimiert und so. Und apropos YouTube, da können wir gerade weitermachen. Genau, Florian, du kannst schon mal einschnaufen. Jetzt müssen sie uns alle tief schlucken, weil falls ihr da YouTube-Amix euch die Werbung wegblockt mit Adblocker, das soll in Zukunft oder möglicherweise, je nachdem, wo ihr lebt, schon jetzt nicht mehr gehen. Ist das richtig, Florian? Ja, das ist richtig. Also eigentlich schon egal, wo wir leben, außer vielleicht auf dem Mars, falls uns dort ein paar zuhören. Es ist tatsächlich so, man hat ja schon im Sommer gesagt, also beziehungsweise im Sommer hat man schon festgestellt, so auf Reddit und so ein paar Portale hat das vermeldet, dass YouTube jetzt wirklich gegen die Adblocker will vorgehen. Man dort testweise dann so denen dann so Banner einblendet hat, hey, im Fall, das ist eigentlich nicht erlaubt. Ihr kennt das ja vielleicht auch von Websites, Newsportal vor allem, wo dann so Meldungen einblenden, hey, look, wir finanzieren uns doch Werbung, sei doch so nett und bitte, Betty und so.
Und im Sommer war es dann so, gewesen, dass YouTube gesagt hat, schau, bitte deaktiviert deinen Adblocker. Und dann haben sie dir noch drei Videos gezeigt, wenn du dann immer noch nicht blockiert hast, dann ist es einfach vorbei gewesen. Aber dann hast du einfach wieder neu können drauf oder über ein VPN oder so etwas. Und dort sind sie jetzt, seit dem Oktober sind sie dort eigentlich wirklich sehr verschärft dran, weltweit. Sie haben das selber auch bestätigt, also jetzt ein global, wie hat das genannt, ein global effort, dass man dort wirklich dagegen vorgeht. Jetzt bin ich da ein bisschen zu. Das ist egal, wir haben das, glaube ich, woanders auch mal darüber geredet, dass eben, klar, jetzt mal YouTube macht, aber ist, ich habe das generell gemerkt irgendwie, dass das viel mehr Webseiten, es wird immer mehr Webseiten, wo die Netblock, kommt immer wieder von Wellen, aber wo die meisten Netblock eben aufbemerkt werden und dann geht die Seite gar nicht. Manchmal kannst du noch unten klein irgendwo sagen, ja, ist mir scheißegal. Genau, und dort, ist jetzt, dort ist jetzt der Unterschied zu den vorherigen Bemühungen, zu den jetzigen Bemühungen. YouTube will, dass du den Adblocker nicht mehr verwendest. Und YouTube fängt jetzt auch zunehmend an, nicht dich einfach nur darauf hinzuweisen, sondern dich auch zu blockieren. Also vor allem, wenn du es wiederholt probierst, so, bitte deaktiviere jetzt das. Und dann kannst du wählen, willst du einfach den Adblocker deaktivieren und dir weiterhin die Werbung geben? Oder natürlich Try YouTube Premium. Das ist das, was sie eigentlich wollen, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Man hat auch in der Vergangenheit gemerkt und auch in der Gegenwart, YouTube hat jetzt längere Werbespots auch. Und zwar unskippable. Also, es sind scheinbar quantitativ weniger, aber es sind dann dafür so 30 Sekunden Werbeblöcke oder gerade zwei Werbungen, die insgesamt 30 Sekunden gehen. Weil einerseits fänden sie es natürlich, sie fänden es schon easy, wenn du die Werbung zulässt, aber sie fänden es noch besser, wenn du ihr Premium-Abo löst. Und über kurz oder lang, wenn es nicht jetzt, dann in den nächsten Tagen schon der Fall ist, wird es einfach komplett unbrauchbar mit Adblocker. Es gibt natürlich immer wieder, es gibt immer so Workarounds, da findest du auf Reddit so entsprechende Threads, die sagen, hey, der geht noch, hey, der haben sie noch nicht, da können sie noch nicht detecten und so weiter, aber das wird noch dies noch halt passieren, weil je mehr das eingesetzt wird, desto mehr findet natürlich dann auch YouTube einen Weg, um die zu finden. Das, ich frage mich auch, was das für Auswirkungen wird haben, weil irgendwie natürlich, viele knicken die und zahlen das, aber irgendwie es muss das schon noch, weißt du, weil gerade in der Schweiz, oder, wo die Mehrheit mit Spotify Musik hört, oder, das heisst, die würden sich ja dann auch nicht das Gesamtabonné, oder, wo die Musik auch noch dazu ist, sondern wirklich dann nur halt das YouTube Premium, das was ich dann mega viel... Das ist das Gleiche. Das gibt es gar nicht. Nein, das ist immer alles. Nein, es hat definitiv verschiedene. Ah, es hat Musik einzeln gegeben. Ja, genau. Ah, Musik hat es einzeln gegeben. Aber YouTube Premium gibt es nicht. Oder da. Das ist natürlich das, was sehr viele dann würden nehmen, wenn es preislich einigermaßen okay wäre. Ich kann dir vielleicht aus eigener Erfahrung erzählen, ich habe YouTube Premium gehabt, eine Zeit lang, auch weil ich selber sehr viel auf YouTube publiziert habe. Und dann kannst du das einfach nicht geben. Und dann habe ich gedacht, warum auch noch extra für Spotify zahlen? Und dann habe ich meine komplette Playlist in mühsamster Kleinarbeit gezügelt. Das ist jetzt halt vielleicht auch 3 Jahre her, 4 Jahre, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber YouTube Music, das kannst, also das Interface kannst du nicht brauchen. Ich finde das viel besser als Spotify. Spotify macht mich, wirklich? Ich brauche jetzt Spotify, weil das macht mich immer noch so hässig, wie vor... Ich glaube, ich habe vor 6, weiß nicht, wo ich gewechselt habe auf Google Music, weil das verdammte Spotify-App ist die dümmste Musik-App, die es gibt. Ich habe mich richtig hässig gemacht. Und, ich bin ganz beim Flo. Ich habe genau das gleiche durchgemacht wie so Flo. Ich habe versucht, YouTube Music. Ich fand, hey, nein, Algorithmus ist auch scheiße. Ich finde auch den Algorithmus viel besser. Ist so lustig. Gut, Algorithmus kann ich es nicht beurteilen, weil so lange habe ich es, glaube ich, gar nicht benutzt. Also ich... Ich höre immer noch so die Einzelbeispiele, die eben sagen, dass die Spotify-App immer noch so schlecht wie eh und je sein. Ich habe einfach das Gefühl, vermutlich gibt es Leute, die einfach Kacke gefunden haben, die wird die immer Kacke bleiben. Vielleicht ist das so. Ja. Nein, ich war durchaus bereit, dann mal wieder eine zweite Chance zu geben oder so, aber eben, also mich hat dort eben gestresst, dass dann nachher auch Musikquellen YouTube und Musikquellen YouTube Musik, weißt du, wenn das Lied nicht findet, dann geht es einfach auf YouTube holen und zwar von irgendeinem, was abgeloadet hat. Und, also, aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Es geht um das, im Prinzip
YouTube geht halt eigentlich den gleichen Weg wie alle anderen Streaming-Services auch, oder sie wollen entweder ihre Werbung ausspielen, es gibt ja jetzt auch im sonstigen Streaming-Bereich immer mehr Abos, die werbefinanzierte Varianten bieten, die dann weniger kosten, oder sonst halt einfach so Premium Content. Und ja, sie führen halt das Argument an, erstens, alle anderen machen es auch. Und B, sie bieten immerhin ja auch User-Generated Content. Oder? Und, aber das ist ja eher das Argument dagegen. Also, ich meine, das ist ja genau das. Ich meine, Netflix braucht ja irgendwo das Geld. Also, ich will so nicht Netflix gut reden, aber braucht das Geld zum Serien produzieren und setzt es irgendwo ein. Und YouTube macht das ja, produziert ja selber genau gar nichts. Oder sie produzieren schon YouTube selber auch, ja, aber fast nicht vergleichbar. Du könntest argumentieren, YouTube bietet dir eine Plattform, die du sonst nicht hättest für deinen Content, ja, womit du nachher deinen Lebensunterhalt sie müssen ja gar nicht argumentieren. Schlussendlich ist es wirklich einfach, die Leute müssen einfach entscheiden, und das nimmt mich wirklich Wunder. Also ich meine, offenbar funktioniert es. Ich glaube auch die Netflix und all die Preisaufschläge und Verbieten von Abo-Sharing. Man muss ja zwei Sachen sehen. Erstens, also YouTube hat ja jetzt erst damit angefangen, wenn sie das wirklich global durchgehend durchziehen, bin ich auch gespannt, aber ich bin ziemlich sicher, dass sich das nicht wesentlich wird ändern, weil du hast so eine gigantische Community, du hast so viel Content Creator. Wie? Es gibt ja auch keine Alternative, also wie mehr... Keine ernstzunehmende. Nein, kannst du ja nicht, das ist keine Konkurrenz. Es gibt ja jetzt eine Twitch- Konkurrenz, das ist eine Streaming-Plattform für die Twitch nicht kennen, wo immer mehr so nennenswerte Streamer wechseln, weil sie mit den Nutzungsbedingungen nicht mehr einverstanden sind, aber ich glaube... Ja, Kick, aber ey, die Kick, ist irgendwie... Kick heisst. Dahinter stehen irgendwelche Glücksspielfirmen, ich habe das auch mal angeschaut, irgendwie. Das ist eigentlich noch geil, mal etwas anderes als das scheiß Amazon Twitch. Eben, ja. Aber Kick, hey, das hat auch das Geschmäckchen. Ja, okay. Aber oder jetzt mal, ich will jetzt nicht zynisch und sarkastisch sein, aber eben, ich denke, wenn man die Entwicklungen anschaut, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, ich glaube, YouTube weiss ganz genau, dass sich das nicht wird ändern. Du siehst es ja bei WhatsApp gesehen, 2021, ein riesen Shitstorm bei den AGBs, voilà, sind gleich wieder alle auf WhatsApp. Und dann die Leute auf X, Netflix, ehemals Twitter, Mastodon, nein, ein riesen Strom. Nein, das würde ich ausnehmen von dem. Ja, ich glaube auch. Das ist wirklich etwas anderes. Dort, die haben wirklich viel. Sie haben eine bestehende Community, aber haben das Gefühl, dass dann wirklich konsequent die Community so gross wird, dass auf Dauer X wirklich ausdrücken wird in einer Art und Weise, dass es sich für Elon Musk nicht mehr lohnt, das zu betreiben. Ich weiß es nicht. Aber wenn der Wert ist um die Hälfte gesunken, also meine, der hat, ich glaube schon, okay. Ich glaube, Twitter wird nie mehr, was es mal war, und es ist schon nie so wichtig gewesen, wie es sich gemacht hat. Aber anyhow, was auf eine Art ich schon nachvollziehen kann, ich glaube, es wird tatsächlich ein Umdenken stattfinden müssen bei den Leuten, dass halt das Internet ist einfach lang gratis gewesen und das Zeug kostet halt. Ja. Das kostet es tatsächlich, oder? Natürlich wollen die alle ja Geld machen, sind verdammte Kapitalisten, aber dass man halt sich gewöhnt ist, alle Content ist einfach immer alles gratis. Das ist halt irgendwie nicht so, oder? Du nimmst genau das vorweg, wo ich wollte fragen. Quasi, warum haben wir das Gefühl, alles müsse gratis sein im Internet, genau, oder? Das ist Devil's Advocate. Ein bisschen so à la, wir sind jetzt hässig, dass YouTube kostet, aber wir haben jetzt ein Jahrzehnt lang einfach ein riesen Deal, gratis natürlich nicht, du hast deine Daten und alles schön an da, aber in dem Sinne, du hast kein Geld wert müssen, du hast kein Abo, und jetzt, wo das halt kommt, so alle, jetzt sind wir mega erzürnt. Ist das korrekt? Oder hat YouTube durchaus auch einen Punkt, oder Google, wo dahinter steckt? Sie haben auf jeden Fall einen Punkt. Das Problem ist halt ein bisschen die Reihenfolge. Also mit dem machst du halt die Leute jedes Mal hässig. Wenn du zuerst etwas gratis gibst, es ist so Heroin-Tester lieberteil, oder? Und dann noch. Und dann sind die Leute einen Titel für die Folge. Ja. YouTube ist Heroin. Aber das ist generell mit diesen Werbeblockern so.
jetzt habe ich einfach irgendwie Soundprobleme. Es tut mir mega leid, es schlägt unglaublich fest aus und es ist unglaublich laut. Naja, das wird ein riesiges Problem sein. gut. auch bei den Adblocker auf, zum Beispiel auf News-Websites, oder? Ich finde halt, da steckt schlussendlich Arbeit dahinter. Ich meine, dort, wo ich vorher geschafft habe, ist auch, wir haben so viel Gemeckere bekommen, wenn wir dann irgendwelche Adblock-Detectors eingesetzt haben. Und ich habe gedacht, also, ja, von dem leben Leute. Und ja, ich meine, wieso sollte mir das einfach, wieso hast du den Anspruch, dass du es einfach gratis kannst lesen? Und warum glaubst du, dass wir in der Pflicht sind, das gratis zu produzieren? Gehen wir auch in eine Tischlerei und sagen, du, aber ein Fernsehtisch ist ein Menschenrecht quasi. So produzieren wir den Kelly gratis. Verdammt, IKEA, ich brauche das ein Besta-Möbel. Gratis! Hey, ja, ich glaube, der grosse Switch ist halt auch an der Wall Street passiert. Weil, weißt du, bis vor kurzem ist halt bei all diesen Streaming-Firmen oder generell bei den ganzen Tech-Firmen ist immer so ein bisschen die Devise gewesen, erstens mal, Geld ist billig, kommst du gratis hinterhergeschossen über oder hast bis jetzt, oder? Und das heisst, Wachstum ist alles. Einfach Wachstum. Das heisst, egal ob du Gewinn machst oder nicht, Hauptsache deine Nutzerzahlen steigen und dann kommst du Geld über von der Wall Street. Dann geben sie dir einfach Geld, das du kannst verbrennen. Und das ist jetzt lang so gewesen. Das hat Netflix ausgenutzt, das haben die ganzen Streamingdienste ausgenutzt, YouTube hat das auch so gemacht. Und du baust dir einfach mal deine Nutzerbasis auf und ob du dann Geld verdienst, ja, da kannst du dann später darüber nachdenken. Mhm. Und jetzt ist es halt anders. Jetzt kostet Geld etwas. Und jetzt ist der Wall Street plötzlich wichtig, dass die Unternehmen eben Geld machen, dass sie Profit abwerfen. Mhm. Und nur dann steigt der Aktienkurs. Und du kannst es bei allen schauen, eben Netflix, YouTube, Apple etc. Sämtliche Streamingdienste fangen jetzt an, Preise zu erhöhen. Erstens, weil sie alle machen und zweitens, weil sie müssen, weil sie es nämlich endlich Profit abwerfen. Und das ist durchaus legitim. Das Problem ist wirklich, dass mit dem, dass du die Leute halt daran gewöhnt hast, es ist alles gratis. Mhm. Was man halt auch nicht vergessen darf, oder? Es ist natürlich müßig, immer auf die Zeit von vor 100 Jahren zu verweisen, aber wenn du dir überlegst, Netflix ist 2014 jetzt in die Schweiz gekommen und das ist noch keine 10 Jahre her. Und vorher, Freunde der Sonne, haben wir DVDs gekauft oder einen Film gekauft auf YouTube in der Regel oder im Google Play Store oder bei Apple, im iTunes oder Swisscom oder so. Und dann hast du für eine DVD hast noch selbst Sport hast du dann immer noch einen Zehner gezahlt für einen Film. Oder so. Ich finde auch, also selbst wenn jetzt Netflix irgendwie 30 Stutz würde kosten im Monat, denke ich mir so, ja, okay, Bro, aber das hast du mit zwei oder drei DVDs hast du das rausgeholt und. Ja, das ist im Jahr, also, ich finde das. Immer im Jahr, also ich finde das stimmt, habe ich definitiv mehr Geld ausgegeben für Blu-rays und DVDs, als ich ab, das stimmt. Weil ich glaube auch, ich habe vermutlich, weiß auch nicht, ein paar hundert Franken ausgeben für DVDs im Jahr, das habe ich sicher. Ja, aber man muss auch noch sagen, das stimmt, dass die Rechnung müssen wir machen, aber man hat früher auch noch viel mehr lineares Fernsehen genutzt, wo Film und Serie auch gelaufen sind und das ohne, dass ich einen Abo-Beitrag. Also weißt du, jetzt hast du so viele verschiedene Serien. Also erstens Biag und zweitens sind wir für das wir jetzt darüber reden, dass wir keinen Abo-Beitrag ja gut, aber den gibt es ja jetzt auch noch. Also weißt du, den zahlst du jetzt auch noch. Ich weiss noch, kommt immer Biag und Serafin, wenn man sagt, Fernsehen ist gratis, kommt sofort hinterher. Also Biag und Serafin ist nicht gratis. Nein, vor allem die Befürworter möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Aber gleich, oder? Also ich meine, jetzt zahlst du wirklich für fast jede Serie, die du sehen willst, musst du irgendwo anders einen Streamingdienst abonnieren, wo die irgendwie 20 Stutz im Monat kostet, bald. Also Netflix schon drüber, andere werden bald auch dort kommen. Und was ist Serafin Gebühr pro Jahr? Also, 335 ist und jetzt die zahlst du jetzt immer noch, oder? Also die ist ja jetzt nicht einfach verschwunden, weil du Streamingdienst hast. Du musst hast einen Fernseher daheim und musst ja das eigentlich gleich noch zahlen. Also, darfst natürlich aber, darfst aber nicht vergessen, dass du natürlich auch unter anderem dank Serafin dann kannst, Sachen aus dem Internet straffrei abladen, gell? Ist das so? Okay. Das ist schön. Danke. Das habe ich im Fall nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Also, das ist jetzt eine mutige Aussage. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Leset nächste Woche meinen ausführlichen Hintergrund dazu. Das ist eher ein kompliziertes Thema. Aber ich finde das schon richtig. Das ist logisch. Das Geld fließt schon die richtigen Orte im Fall dort. Eben, man muss das geht ins Gleiche nehmen. Man hat immer das Gefühl, man will für nichts zahlen, aber man bekommt im Fall schon Leistung gegenwärtig über. Aber komm, gehen wir weiter. Wir haben noch eine letzte News, die nochmal um den Film geht, wo einfach
sehr unterhaltsam ist. Wir haben schon mal darüber geredet, über Snow White, die Verfilmung. Mhm. Und zwar, weil die, die sieben Zwerge, die sind dort halt so schön gemischt, hat man die präsentiert. Es sind keine Zwerge, keine Kleinwüchsigen gewesen, muss man sagen, sondern so wirklich so, so schön Multikulti, wie es halt, will es allen recht machen, wie auch immer, hat natürlich auch wieder einen Shitstorm gegeben, auch wegen der Hauptdarstellerin, weil die Geschichte kritisiert hat. Aber jetzt viel lustiger. Jetzt hat sich alles wieder geändert, oder Luca? Jetzt hat sich alles wieder geändert, offenbar. Wie gesagt, du hast mir es schon schön vorweggenommen. Letzten August, Folge 162, wer das noch nachhören will, haben wir die Polemik ein bisschen durchdiskutiert. Eben, die Rachel Zegler, die Schauspielerin, die Snow White spielt, die hat dort damals in einem Interview gesagt, Schneewittli sei in ihrem Film keine Jungfrau in Nöten mehr. Sie sei jetzt die Anführerin vom Königreich oder will das werden. Der Prinz Charming im Zeichentrickfilm sei eh ein Creep gewesen. Den müssen wir vielleicht sogar ganz aus dem Film streichen. Und dann, das ist kurz nach der ganzen, nach diesen Set Fotoleaks kommen von diesen sieben Magical Creatures, die eben diese Zwerge ersetzen, weil ja, kleinwüchsige Menschen, die in Höhlen Diamanten schürfen, das ist halt nicht mehr so zeitgemäss. Und darum hat man sie durch einen diversen Cast ersetzen, wo halt verschiedene Rassen, Geschlechter, Körpergrößen hat. Sie haben einen Zwerg gecastet für die sieben Magical Creatures, die anderen sechs sind eben ein ganz anderes Zeug gewesen. Und ja, das hat damals einen riesen Shitstorm gegeben und die Fans haben gesagt, nein, der woke Shit, wenn wir uns nicht mehr geben, Disney und Zeugs und Scheiße überhaupt. Und ja, und jetzt ist vor ein paar Tagen ist jetzt das erste Szenenbild veröffentlicht worden von Disney. Disney selber hat das veröffentlicht. Ich beschreibe es euch gerade, wie es aussieht, aber wenn ihr es selber seht, geht einfach auf Google Bildersuche und geht dort Snow Whitey. Das kommt sofort. Was sehen wir auf dem Szenenbild? Wir sehen Schneewittli und die sieben Zwerge. Also sie sind tatsächlich wieder retour. Keine Ahnung, wo die sieben Magical Creatures an sind, aber wir haben wieder sieben Zwerge. Aber die sind jetzt Computer an. Es ist so maximal absurd. Also das Bild, man sieht in der Mitte vom Raum oder im Häuschen von den sieben Zwergen, wie man sie aus dem Zeichentrickfilm kennt, ist Schneewittli und um sie herum versammelt sind die sieben Zwerge und Schneewittli natürlich oben blau und mit dem gelben Rock, so wie man es kennt. Und auch die sieben Zwerge, hey, ich möchte euch das geben. Die sehen wirklich wie der Stoff, wo meine Albträume gemacht sind. Die haben so komische Körperproportionen, wirklich so maximal cartoonisch. Und jedes Klischee, also weißt du das, was vorher gesagt wurde, wenn wir nicht machen, jetzt plötzlich wieder da. Und eine grosse Kritik war immer von der Community oder von der Schauspielerin, von der Kleinwüchsigen, dass man diesen Jobs weggenommen hat. Weil das sind sieben Rollen, die hätten können sieben Kleinwüchsige spielen und die haben sonst schon Mühe, an Rollen zu kommen, weil die werden natürlich nicht als Maverick in Top Gun gecastet. Das geht dann an Tom Cruise. Sie haben halt andere Rollen, das sei für sie halt so, aber wenigstens diese Rollen wollen sie haben. Und jetzt hat man auch ihnen die weggenommen. Jetzt hat man die einzige Zwerg, die man hatte, hat man gestrichen und durch Computeranimation ersetzt, die sehr klischiert ist. Es ist wirklich so lustig. Da haben sich wirklich einfach gefunden, so, fuck it, wir machen es so, wie wir es von Anfang an hätten einfach sollen machen. Wir machen den ganzen Shit einfach Computer, wie wir alles immer machen. Und dann könnt ihr einfach motzen über unsere kacke Effekte. Aber ich kann jetzt ja gleich schauen. Es ist so. Es ist wirklich so. Es ist so schade. Also wirklich, why? Es ist so schade. Es ist, hätte man wirklich können, wenn schon gerade sieben kleinwüchsige Kassen, hätte es ja auch schon gegeben, Snow White and the Huntsman, für die den Film kennen, vor ein paar Jahren, mit dem Chris Hemsworth in der Hauptrolle als Huntsman. Und dort hat man auch dort hat man etwas anderes Perverses gemacht. Man hat eigentlich sieben normale Schauspieler genommen und sie dann mit Computer auf den kleinwüchsigen Körper. Aber sie haben wirklich ausgesehen wie kleinwüchsige Menschen. Also weißt du, von den Proportionen alles, es sind einfach nur Gesichter von bekannten Schauspielern. Ich glaube, wie hat der Ian McShane oder so etwas heisst, der auch schon bei Flucht der Karibik den Blackbeard gespielt hat. Also wirklich. Dann ist es erst noch ein Ihr, das ist doch auch ein Klischee. Ja, das ist natürlich. Auch noch. Also dort haben wir etwas anderes, ein bisschen Perverses gemacht, aber offenbar hätte, also es hätte funktioniert. Es hätte absolut funktioniert, dass man einfach sieben Kleinwüchsige könnte casten. Und was ich mir auch noch überlegt habe, ist ein bisschen,
ich glaube, es ist wirklich eine mega kurzfristige Kurzschlussreaktion auf eben den ganzen Shitstorm, der in den letzten Monaten über den Film gekommen ist. Weil erstens, der Film, der ist ja wegen der Streiks sowieso schon von 2023 auf 2024 verschoben worden. Der ist jetzt nochmal um ein Jahr nach hinten verschoben worden, ins Jahr 2025. Wohl, weil man jetzt plötzlich nochmal ein Jahr Zeit braucht, um eben halt die Zwerge wahrscheinlich Computer zu animieren, was man vorher nicht gemacht hat. Und vielleicht sonst irgendwie storymäßig Sachen umzustellen, um der Community wieder gerecht zu werden. Erstens. Und zweitens, eben die Zwerge sehen einfach ultra beschissen aus. Also so, wenn das so fertig ins Kino kommt, dann gibt das eine Shitshow sondergleichen. Ich bin recht zuversichtlich, dass das in zwei Jahren dann schon wieder ein bisschen besser wird aussehen. Was jetzt, das kannst du nicht anschauen. Das ist wirklich... Hey, ich sag dir, das wird wieder so einer von denen, wo man auch noch überleiten als mögliches Thema. Es wird wieder einer von diesen Rotten Tomatoes Filmen, wo irgendwie 30% bei Kritikerwertung und 90% bei den Zuschauern. Musst du schauen. Meinst du? Sicher! Die haben einfach keinen Anspruch, Mann. Das ist so ein Film für den Pöbel, wo einfach irgendwie... Das ist Schneewittchen. Ja, wie das ist so der Massenproduktion. Ich habe das Gefühl, die stören sich gar nicht so fest an dem CGI-Zeug. Aber es ist jetzt ja genau, also gut, wegen dem CGI weiß ich nicht, aber es ist ja jetzt ja genau die Community gewesen, oder Community, ja, ja. Die Fans vor allem die Disney-Klassiker. Ja. Und ich denke an die Millionen von Eltern, die einfach mal ihre Kinder wieder ins Kino schicken. Mhm. Und dort geht es um Geschichte und dort ist es eigentlich völlig wurscht, oder? Ja. Also. Ja, ich bin fast gespannt, das wird lustig. gut, komm, wir gehen weiter und etwas reden, das definitiv nicht CGI ist, sondern viel echter Gott, muss ich sagen. Wir können es meinen. Ja, genau, wir können es meinen. Und zwar springen wir in den Big Screen. Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen. Genau, und Samuel und ich, wir haben nämlich die neueste Folge, vielleicht du auch Folge, ich habe nur eine gesehen, von BBC's Planet Earth 3. Für, falls ihr das nicht kennt, aber das gibt es schon länger, ich habe gar nicht nachgeschaut, wenn die erste gekommen ist. Aber das ist wirklich so ein, es gibt ja sehr viele von diesen BBC-Dokus und Planet Earth ist einfach eine von diesen Reihen. Und das es ist die, es ist die Natur-Doku. Mm-hmm. Nicht ja, Natur, genau. Entschuldigung. Ja, genau, aber eben, können nachher, es gibt so viele von denen und ich finde alle geil. Aber genau, das ist sicher eine von den herausragendsten und hat besteht immer so irgendwie 6 bis 8 Folgen, die alle etwa eine Stunde gehen. Und jetzt läuft eben gerade die neueste Staffel, wirklich, ich habe es vor einer Woche per Zufall entdeckt. Man kann aktuell 2 Folgen schauen, es gibt dann 8 und die nächste läuft, glaube ich, am 5. November kommt die nächste Folge, die dritte. Ich gehe mal vorweg, falls ihr so schauen wollt, müsst ihr auf BBC schauen. Also auf dem iPlayer könnt ihr das schauen, braucht ihr halt ein VPN. Dann kann man das dort dann einfach schauen. Also man braucht aber auch kein Abo. Das könnt ihr dort einfach schauen. Und genau, um was geht es? Ist halt wirklich einfach eine super beeindruckende Naturdoku. Wie ist die alte? Also was an denen jedes Mal einfach immer wieder krass ist, ist die Bildqualität und die bildgewaltige Szenen. Also das ist einfach, jedes Mal denkst du wieder, hast du doch das alles schon gesehen? Ja, die Robben jetzt wieder und so. Aber es ist einfach, die schaffen es einfach, das Ganze so beeindruckend einzufangen. Das haut die einfach weg. Also, was sie machen, oder was sie vor allem gut machen, ist, sie bauen halt Geschichten. Also ja. sie erzählen ja immer Geschichten von Tio und sie machen halt effektiv so eine Hollywood-mäßige Storyline daraus mit irgendwelchen, keine Ahnung, Babyvögel, die dann in Gefahr kommen und ein Teil stirbt und eins schafft es dann aber. Und, weißt, so. Also es ist so richtig dramatisch gemacht und darum reißt sie halt also mit, abgesehen natürlich von der Bildqualität. Ja, genau. Die erste, die ich geschaut habe, die heisst Coasts und geht sich darum, wie sich die Natur, wie sich das Leben muss anpassen. Weil, also er bezieht sich dann auch der David Attenborough, der das, die ganze Doku eigentlich macht, erklärt dann eben auch, dass in den ganzen Jahren, wo sie das schon machen, dass man, er ist, glaube ich, auf der Insel, wo sie dann dort mal sind, wo sie so grüne Schildkröten hat, ist er, glaube ich, vor irgendwie 50 Jahren oder noch mehr schon mal gewesen. Weil der ist, glaube ich, über 90 schon. Der ist, ich hätte es gerade mal anschauen, 97 ja. ist das Sir David Attenborough. Und das ist absolut erstaunlich. Erstens sieht er noch recht fit aus und das ist ja die Koryphäe. Dann ist es vor 70 Jahren, glaube ich, sogar, als er dort war. Ja. Und eben dann
dann halt immer darauf ein, wie sich dann mittlerweile wirklich die Natur halt auch, weißt du, in unserer kurzen Zeitspanne eigentlich, jetzt schon muss auf den stark auf den Menschen anpassen und ja, hat recht coole Sachen mit irgendwie Robben, wo dann so weiße Haie wieder, vor allem wirklich mehrere weiße Haie, die sich ja auch eigentlich selten am gleichen Ort aufhalten, weil sie ja Einzelgänger sind, Einzeljäger, und dann dort die Robben jagen und dann aber am Schluss tun sich die Robben zusammenschliessen und jagen den Hai weg. Also hast du wirklich gesagt, die fangen immer so Zeug, die du noch nie gesehen hast. Oder die einen habe ich dort das Geilste habe ich gefunden, das mit den Fisch. Also gerade so Fisch, die spritzen aus dem Wasserstrahl und schiessen so Insekten ab auf den Blätter. So geil! Und dann geht so in herrlicher Zeitlupe, spicken die Insekten dann um ins Wasser und dann kommt der Fisch, nein! Und dann, wenn das nicht lange, dann springen sie einfach aus dem Wasser, die Fische, und frissen die Insekten. Ja, yes, das ist gut. Das ist wirklich, also genau, ist unglaublich beeindruckend. So Buckelwal kommen dann vor. Auch irgendwie, nicht hunderte, aber irgendwie 50 oder was, wirklich mega viele an einem Ort. Und ja, eben, es ist einfach, es gibt jedes Bild dort, das Gefühl, du könntest dir gerade das Wallpaper ausdrucken. Es ist einfach, es geht so geil aus. Hey, ich finde vor allem, genau, du hast aber auch nur die gesehen, oder? Ich habe nur die erste Folge gesehen, ja. Ich schaue sonst auch fast nie eigentlich Natur-Doku. Also ich nehme es immer so ein bisschen vor und dann mache ich es nie, aber Planet Earth ist so das Einzige, wo ich mir auch gebe. Eben einerseits, weil es halt so Storytelling-mäßig erzählt ist und zweitens, wie du sagst, es ist einfach State-of-the-Art-Aufnahme, wo du einfach... Ich habe wirklich zum Teil, auch in der zweiten Staffel schon, ich das Gefühl gehabt, hey, das kann nicht echt sein, das muss CGI sein. Und du siehst aber, sie haben immer so einen Behind-the-Scenes-Style nachher, wo du dann siehst, wie sie das filmen und es ist halt wirklich echt und sie machen da wirklich alles, was irgendwie technisch möglich ist. Und vor allem, die haben einfach eine Geduld, um so Aufnahmen zu machen, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Also weißt du, wie du irgendwie willst filmen, wie, ich weiss es auch nicht, ein Gepard, ein Tier erleidet oder so. Du musst erst mal am richtigen Ort sein. Genau, und dann musst du Stunden und Tage, bist du nicht irgendwie im Gebüsch mit einer Kamera und wartest einfach mal, bis das dann passiert. Und das ist der Aufwand, um so eine Serie zu produzieren, das ist einfach unvorstellbar. Plus, der David Attenborough, das ist halt einfach, der muss man einfach noch erleben, solange es ihn noch gibt. Also, dem seine Erzählstimme, das muss man übrigens unbedingt auf Englisch schauen, muss man einfach sein sagen. Herz macht es noch lang. Ja. ja, also auch, ja. Nein, jetzt wirklich, also ich habe die, es gibt mega viele von den BBC, also irgendwie, ich glaube die erste, die ich mal geschaut habe, ist «Unser blauer Planet», «The Blue Planet» heisst es, glaube ich, auf Englisch. Den habe ich, glaube sogar im Kino gesehen. Das ist eben dann, genau, die geht dann, ist nicht so lang, es gibt Doku, wo länger, also auf die DVD, die ist ein bisschen länger, und dann haben sie einfach noch einen Film daraus gemacht, das ist sozusagen wie ein Zusammenschnitt. Ich finde die alle hure geil, und es gibt ja dann noch das, auf Netflix mal gelaufen ist, «Earth», oder wie hat es geheißen? Ja, das habe ich aber weniger gut gefunden. Ich kann es auch nicht genau sagen, wieso, aber es ist einfach, genau, es ist nicht ganz... Es hat mich einfach so mitgerissen. Ein bisschen kitschig. Ein bisschen kitschig ist es mir, glaube ich. Ja. Und ich habe zu viel mit dem Finger, glaube ich. Es ist ein bisschen zu viel, wir machen alles kaputt. Das passiert ja da auch so ein bisschen. Es hat immer so ein eine moralische Botschaft dabei, wie sich halt die Erde verändert und Klimaerwärmung zu gewissen Änderungen beiträgt und so weiter. Aber es ist nicht so mit der Moralkühle auf den Kopf rumgeschlagen. Sie sind aber schon oft ein bisschen auch deprimierend. Ja, völlig. Das ist halt einfach so, oder? Es ist auch einfach deprimierend zum Teil. Also, es ist ja beides. Du hast halt wirklich so das Hoch und Tief. Du hast so den Jö-Faktor zum Teil. Oder wenn da, hey, keine Ahnung, junge, was sind es, Flamingos, glaube ich. Junge Flamingos schlüpfen und die sind so flauschig und überhaupt. Und dann nachher sterben sie. Oder? Ja, nein. So zerbricht dir einfach das Herz. Nein. Ja. Aber es ist wirklich, also, wirklich, falls ihr noch nie so eine gesehen, die müssen wirklich unbedingt mal reinschauen. Das ist einfach eben visuell. Also, und ich habe die früher immer extra auf Blu-ray gekauft, die bestmögliche Dinge. Aber ich muss jetzt auch sagen, die auch selbst wenn man es da streamt, ist das so Tip-Top-Qualität gewesen. Und ich glaube, jetzt kannst du das sowieso noch nicht kaufen auf Blu-ray. Du müsstest mit Kino irgendwie ein paar Monate warten, bis du den kannst kaufen. Und eben sonst, halt, wenn es dann bei uns irgendwie läuft. Aber gut, das weiß man noch gar nicht, wo es dann bei uns gestreamt wird. Aber BBC Planet Earth, die dritte Staffel, wirklich extrem empfehlenswert. Die erste Szene übrigens, muss ich noch sagen. Ich bin einen Monat am Surfen gsi, bevor ich jetzt wieder zurückgekommen bin. Und die erste Szene ist irgendwo in Tasmanien. Ah, stimmt. Ein Surfer in so einer riesen Welle, wo also die Aufnahme, also wirklich da, mir geht das Herz auf.
Ich habe einfach geschuddert, wo der in das kalte Wasser reingesprungen ist. Aber ja, gut. Komm, dann, ja genau, gruselig wird es jetzt nämlich auch gerade, dann hüpfen wir mit die Spielecke. Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke. Dort habe ich nämlich Alan Wake 2 gezockt und ich bin schon fast durch, aber noch nicht ganz. Alan Wake ist, genau, wie es der Name sagt, der zweite Teil von so einer, das ist schwierig zu sagen, so ein bisschen, das erste ist so ein bisschen Action-Adventure, so ein bisschen Thriller, Psycho, so ein bisschen gruselig. Also nicht Horror-Horror, aber gruselig. Und das zweite ist schon ein bisschen mehr Richtung Survival-Horror, also definitiv ein bisschen psycht mehr rein. Hat es einer von euch gespielt, das erste? Nein, ich glaube nicht. Kennt es auch gar nicht. Ja, also kennen schon, aber gespielt selber nicht. Hey, das war eben eine interessante Geschichte. Das ist auch so ein Game, das sich ewig verschoben hat. Es ist von Remedy entwickelt. Das sind die, die Max Payne gemacht haben. Das kennen vermutlich die meisten am ehesten. Quantum Break haben sie gemacht. Und Control ist ihr das letzte Game, das vermutlich auch eines der besten war. Und Alan Wake ist, du spielst den Alan Wake und er ist so ein Horrorbuchautor und hat recht die Stephen King-Vibes. Ich glaube, es ist auch, im ersten Game ist es von Anfang an so, dass du immer auch die Erzählstimme von ihm hörst, was er macht. Und er kommt dann so typisch in so ein, in das Bright Falls, er spielt dann auch im zweiten Teil, spielt es dort, so ein typisch verschlafenes, solche Fischerdörfli an so einem See. Und dann fängt es irgendwie an, es kommt wirklich so die Dunkelheit, kommt, es kommen wirklich so Schattenwesen, es sind irgendwie Menschen, aber so umhüllt von Schatten. Und du merkst dann irgendwie, seine Bücher werden einfach irgendwie Realität. Und du dort musst dann einfach also Seiten einsammeln, die dann er offenbar irgendwie selber geschrieben hat und so. Ziemlich verworren, hat mega Twin Peaks Vibes. Mit dem lässt sich das einfach irgendwie am besten beschreiben. Weil es ist sehr schräg, ein Szenenwechsel und alles. Und das Erste war ein bisschen repetitiv, weil du einfach immer mit Taschenlampe zündest auf die Gegner, bis sie geschwächt sind, dann schiessen sie runter. Und es hat einfach so viele Gegner immer gehabt. Und das war schon ein bisschen leid gewesen. Aber ich habe es mega cool gefunden, mega stimmig. Hey, und jetzt, das Zweite ist wirklich so ein bisschen die gesamte Lehre, die es aus ihren Games gezogen haben, finde ich, fließen da ein. Also weißt, es ist so ein... Also es spielt ja 13 Jahre nach dem ersten Teil. Und auch im Game sind 13 Jahre vergangen. Und eben, das ist halt ein kleiner Spoiler. Eben, gell, der ist wirklich mega... Ich denke gerade, Alan Wake ist doch schon mega alt, oder meine ich das nur? Verwechsel ich das? Der erste Teil, oder? Also, der 2010 ist es ja wirklich, ja. Und genau, der Alan Wake ist dann... der Schluss ist so verwirrend gewesen, aber du wirst dann wirklich, glaube gefangen in dieser dunklen Welt. Ich glaube, du wirst. Und da jetzt, 13 Jahre später, wirst du aus irgendeinem Grund wieder befreit. Es kommt... Saga Anderson, so eine FBI-Agentin, die kommt auch wieder auf das Bright Falls mit ihrem Partner, Casey, ich weiß nicht, wie er heißt, weil es wieder so einen Serienmord gibt, irgendeinen Kult. Und weißt du, es fängt dann wirklich auch so, ja, so typisch so Psycho-Horror, weißt du, irgendwie so einer Waldlichtung, liegt irgendein, so einen Leichen in so der Jesus-Haltung dort, aufgeschnittene Brust, Herz rausgenommen. Und du tust dann den Tatort untersuchen. Also kannst du wirklich, laufst schon mal und klickst so die Hinweise an. Und dann tust du die in deinem, du kannst nur über die Taste wechselst in deinen Gedankenpalast. Und das ist dann wirklich wie das Raum dargestellt. Und sie sagten, das ist halt ihr Trick, um sozusagen über Sachen nachzudenken, oder? Aber es wird halt wirklich als so eine kleine Waldhütte dargestellt. Und dort hat sie so ein Board, typisch für so Murder Mystery, oder? Wo sie noch einen Hinweis anhängt und dann verbindet miteinander, oder? Und es ist recht cool dargestellt, du kannst es aber gar nicht, es ist ein bisschen schade, du kannst es nicht falsch machen. Also wenn du irgendetwas von Jana hängen willst, das nicht dorthin gehört, dann macht sie nur Darum, es ist mehr auf eine Art wie so eine Gedankenhilfe für dich, damit du checkst, was du machen musst. Und damit die Story kannst folgen. Und zum Teil musst du es auch wirklich dort kombinieren, damit im Game Sachen weitergehen. Aber es ist noch geil gemacht. Und das Spiel ist dann wirklich auch eine Mischung. Du bist dann in den Bright Falls und versuchst halt irgendwie herauszufinden, was der Kult, der so Rehmasken trägt, irgendwie, was es mit dem auf sich hat. Und eben, schon recht schnell passiert dann halt so das Unheimliche mit den schwarzen Wesen. Und ich finde, sie bringen es dann auch lustig.
sie sagt dann eigentlich ihrem Partner, du hast das jetzt auch gesehen, dass du einfach jetzt irgendwie ein Monster kommst in so ein Schattenwesen, das ist... Und er so, okay, gut, ich bin froh, dass du es gesagt hast, dass wir da... Wir sind gerade auf einer Linie, das ist übernatürlich. Und es ist nachher auch echt cool, du befreist dann irgendwann Alan Wake aus dieser Welt und dann kannst du zwischen denen hin und her wechseln und einfach ihre Abschnitte in dieser Reihenfolge spielen, die du willst. Mhm. Also kannst du jetzt erst einfach die von ihr spielen. Ich habe damals ein bisschen gewechselt, weil es überschneidet sich und ich finde, es macht irgendwie mehr Sinn, wenn du sagst, so abwechselst. Hey, und es ist einfach, es hat so eine geile Stimmung. Also weißt du, so, wie es halt visuell mega geil aussieht, mit so Morgenrot oder irgendwie, du gehst durch den düsteren Wald durch und nur mit deiner Taschenlampe kannst du umzünden und überall hörst du komische Geräusche und das Licht scheint durch die Wälder durch. Oder du bist, weil es halt so übernatürliche Vibes hat, oder du bist dann plötzlich wieder mal irgendwie, weißt nicht, was ist echt, was ist übernatürlich, bist in irgendwelchen Traumwelten, vor allem mit dem Alan Wake, oder? Du bist immer wieder irgendwie in dieser Dunkelheit. Es ist schwierig zum Teil auch zu folgen. Darum wirklich wie Twin Peaks. Also einfach. und was eben mega interessant ist, es mischt Game mit echten Videos. Das sehe ich jetzt gerade. Ich schaue da gerade das Review durch und das sieht das sehr schön so aus. Ich habe gemeint, da ist ein falsches Screenshot drin. Ähnlich wie Mist. Ja, genau. Aber da tut es wirklich fließen. Also zum Beispiel. Wenn die Saga in ihrem Gedankenpalast kann sie so Profiling machen, dann kannst du ein Foto anklicken und dann siehst du so Frontkamera von ihr und dann kommen so links und rechts, laufen dann so Personen rum, es vermischt es dann irgendwie, das sind dann echte. Mhm. Also, weil die Computerfigur, die wird ja gespielt von einer echten Schauspielerin und dann siehst du die echt. Und es mischt es einfach fließend und es funktioniert im Fall mega gut, weil... Eine echte Person kann halt gleich ein bisschen mehr Emotionen und so Glaubwürdigkeit überbringen. Als halt. Ja, klar. Mhm. Und das Witzige ist, Remedy hat das schon mal probiert mit Quantum Break. Das war das vorletzte Game gewesen. Und dort war es aber immer so, du hast gamed und dann ist einfach so ein, wie eine Serie, eine neue Folge gekommen. Die hat 20 Minuten gegangen. Und dann ist wieder weitergespielt. Und dann ist wieder eine Serie gekommen. Und das war halt ein bisschen schwieriger gewesen, oder? Weil dann hockst du einfach 20 Minuten an, oder? Und jetzt ist es viel geiler. Du wachst zum Beispiel auf, also Alan Wake, dann so, bist du einfach in so einem Studio, in einer Talkshow, in einer Nachleitung. Und dann läuft dort auf dem Fernseher läuft eine Talkshow und die ist aber, also die ist mit echten Personen. Und dann kannst du einfach draufklicken und zack, instant bist du da drinnen, aber dann mit den Schauspielern. Und dann läuft einfach so... 5-10 Minuten ein Film und einfach super geil gespielt und so. Die könnten auch wirklich etwas, die Filme. Also das ist nicht einfach so. Hey, nein, die sind wirklich Makulatur. Super. Nein, genau, sind wirklich, die spielen gut. Und die Besten so sind geil. Natürlich, das ist auch so legendär für Remedy. Es sind immer so, auf dem Fernseher laufen meistens so Kurzfilme. Das ist in Max Payne-Shows sind es irgendwelche Sendungen gewesen. So recht. Dort hat sich aber sehr wenig bewegt. Und da sind es wirklich Videos mit echten Leuten. Und da gibt es so die Werbespots von so einer lokalen, so einem Duo, ich glaube, es sind so Brüder, wo einfach, denen gehört irgendwie alles. Dann haben sie den eigenen Kaffee, den sie dort machen, wo so da braut und Costa Rica. Weißt du, hinter der vorgehaltenen Hand sagen sie das im Clip. Und die sind so völlig überdreht. Der eine ist immer so, wir kicken die Preise weg und dann macht er so einen Karate-Kick in die Luft. Und der andere ist dann so der Stiefi so, ja, und dann haben wir das gemacht, yeah! Weißt du, das sind so geile Clips. Die sind grossartig. Und ja, wirklich, die ganzen Set-Pieces, also sind halt, du bist dann so in den Bright Falls und ein bisschen weiter drumherum kannst du dich bewegen und du bewegst dich meistens in so, es ist ja keine offene Spielwelt. Es hat wie ein Areal, wo du dich kannst frei bewegen und am Anfang, wenn du wie so deine Aufgabe abgeschlossen hast, also du bist irgendwo hier und hast irgendetwas geholt oder jemand irgendein Leich untersucht, weiß ich auch nicht. Dann kannst du eigentlich schon direkt zurückgehen und weitermachen. Du kannst aber dann auch so das Zeug noch ein bisschen auskundschaften, oder? Und dann hat es halt von dem Kult hat's immer so versteckte Stashes, wo du noch Munition findest und Verbandsachen oder auch so kleine Rätsel, wo man so Figuren platzieren. Die verrecktesten Sachen im Fall sind bei diesen Kisten hat es immer
Entweder ist der Schlüssel einfach irgendwo versteckt oder der Code dazu ist in der Nähe versteckt. Aber es passt eben noch drin, weil der Kult, das sind auch glaube ich, Idioten. Und die schimpfen dann einfach miteinander. Hat er immer so Text zu finden, wo sie dann sagen, hey, hört auf, der Scheiß immer rumliegen lassen, schliessen mal das Zeug ab und tun dann mal in Ordnung haben. Und die einen Sachen sind wirklich, da musst du rechnen. So Gleichungen. Ich weiß nicht, wie gut ihr noch mit Gleichungen sind. Ja, aber also richtig. Hey, in der einen, ich meine, man hätte vielleicht nicht am Abend am 11 sollen machen, aber ist so ein, du musst halt so ein Vorhängeschloss aufmachen, dreistellig. Und die Aufgabe war irgendwie, du hast 3 Batterien, die eine ist irgendwie, genau, sie ist eine Gesamtladung von, weiß ich auch nicht, 600 Ampere. Fand ich es eine kompliziertere Zahl gewesen. Und irgendwie die erste Batterie ist so und so viel schwerer wie die andere. Und irgendwie die zweite Batterie ist doppelt so schwer wie die dritte Batterie. Ach. Und dann, wie viel Ladung hat die Batterie 2? Hey, und dann, ja, das ist ja ein veritable... Ein 5-Klässler sagt, klar, mache ich. Und 2 Minuten ja, hat er sie. X, Y, Z-Variablen definieren und dann die eine mit der anderen ersetzen und so. Ja, genau. Ja. Immerhin, das genau, das wissen habe ich auch noch gehabt, dass man muss versuchen, all die Variablen, es darf nur eine haben, oder? X, Y, ja, Z, es darf nur X haben. Meine Frau hat es zum Glück herausgefunden. Ich habe dann einfach das, okay, machen wir es halt noch. ich war schon am Nachschauen. Und, aber wirklich, es ist noch geil. Und, hey, ja, nein, also ich finde es wirklich ein mega gutes Game, wo das Ganze, es ist mega packend, wirklich auch so, aber schon ein bisschen mehr Horror als das Letzte, also schon noch eben halt ein bisschen brutaler, ein bisschen mehr so ein bisschen, was kann ich, schweigender Lämmer, so ein bisschen Psycho-Ding-Vibe, aber halt einzigartige Inszenierung, weißt du, von diesen Orten, wo du hingehst, mit der Alan Wake zum Beispiel kann nämlich Szenen umschreiben, weißt du, dann geht er irgendwo hin und er muss wie so den Plot vorantreiben, er muss irgendwo hinkommen und dann, weil er halt in dieser Welt ist, dann kann er wie. Dann ist er in einem Kino, bin ich zum Beispiel gewesen. Und der Kinosaal ist dann auch ein Ort, er hat auch so einen Gedankenpalast, oder? Und dann wählst du als Foto den Kinosaal aus und dann hast du neue Informationen gefunden und die kannst du dann anklicken, so als Zettel und aufs Bild poppen. Und dann ändert sich die Szene im Kino. Und plötzlich ist einfach irgendwie, liegen einfach Leichen am Boden rum und irgendwie, es ist einfach ein Massaker. Oder es ist dann halt eben auch Sachen wie, plötzlich ist eine Tür offen oder Kisten stehen nicht mehr dort, oder? Und so kannst du dann die Welt manipulieren. Und das hat einfach eine gute Mischung zwischen mach ein bisschen Action, mach ein bisschen Suchen, mach ein bisschen Rätseln, mach ein bisschen Psycho. Und ja, also ich finde es wirklich extrem empfehlend. Und eben visuell, also wirklich etwas zum Besten, was ich je gesehen habe. Plattform? PC, PS5 und Xbox Series, genau, nur auf der Next Gen. Was ich gesehen habe, vor allem auf Konsole, sieht es offenbar sehr gut aus und läuft wirklich auch gut. Sehr schön, okay. Ganz cool. Genau. Ja, das wäre Alan Wake 2. Ja, also kommt dann, sind wir am Ende von unserem Podcast und ich danke euch allen fürs Zuhören und Luca und Florian und Samuel, danke fürs Mitmachen und bis in einer Woche. Tschüssli miteinander. Tschüss. Ciao.